Hallo liebe Freunde, ich habe die schwierige Aufgabe, euch jetzt in einer Viertelstunde zu erklären, was da in Amerika alles los ist. Ich versuche es mal. Also zunächst, da war dieser Hawaii-Raketenalarm. Gibt es unterschiedliche Theorien darüber? Ein Versehen war das natürlich nicht. Ich glaube, bei Alex Jones haben wir gesagt, das war eine Art Übung, um zu testen, wie die Leute reagieren. Benjamin Fulford hat sich natürlich die beste Story ausgedacht. Das war ein Angriff von Nordkorea und die haben es abgeschossen oder irgendwas, dafür gibt es natürlich überhaupt keinen Hinweis. Die interessanteste Theorie, die ich gehört habe, von den Leuten, die sich auch mit QAnon beschäftigen, aber ich glaube nicht von QAnon selber, ist, dass die wollten Daten von der NSA haben und die NSA ist wohl der Gegner in diesem ganzen Geheimdienstspiel. Und wenn man einen echten Alarm auslöst, und es war ja ein echter, da wurde dazu gesagt, das ist keine Übung, dann werden die NSA-Daten automatisch, die wohl in Hawaii da lagen, was diese Daten nach der Theorie, werden dann automatisch an die Zentrale geschickt und dadurch konnten dann die Trump-Leute ran. Das ist für mich eine plausible Theorie. Gut. Dann mal wieder die Medien, die berichten jetzt alle über den drohenden Regierungs-Shutdown bei Trump. Vielleicht ganz kurz zur Trump-Berichterstattung. Ich kann natürlich nicht die ganze Lügenpresse lesen, aber nirgends was steht über dem seine Erfolge. Ja. Ich glaube, 2 Millionen neue Arbeitsplätze, die niedrigste Arbeitslosenquote seit 17 Jahren, die niedrigste ever unter der hispanischen Bevölkerung, die niedrigste seit 17 Jahren unter der schwarzen Bevölkerung. Also ein Erfolg nach dem anderen. Der Dow steigt, das ist natürlich nicht alleine seine Schuld, aber natürlich auch in Bezug auf die positiven Erwartungen. Die Unternehmen sagen, sie werden die Gehälter erhöhen und so weiter. Ich glaube, es hat noch niemals einen Präsidenten gegeben, der in so kurzer Zeit so viele Erfolge vorzuweisen hat. Selbst wenn nicht alle 100% auf ihn zurückzuführen sind, stellt euch mal vor, der Obama hätte so eine Performance hingelegt, da wären die Zeitungen nur noch voll davon. Aber die wichtigste Sache, die sich eigentlich im Moment ereignet, und ich habe jetzt geschaut, ich habe es in der deutschen Lügenpresse noch nicht gesehen, aber das schwelt schon seit mindestens 2 Tagen, der größte Skandal seit Watergate. Und zwar geht ein Memo herum, das haben also Senatoren schon gesehen, aus dem klar hervorgeht, dass die Trump-Kampagne also ausspioniert wurde aufgrund falscher Voraussetzungen. Auf Fox wird das schon kommentiert die ganze Zeit. Das heißt, Watergate war ein relativ kleiner Skandal, da ging es um Einbruch in so ein Büro, da wurde auch der politische Gegner ausspioniert, aber hier wurde die gesamte Kampagne, also da wurde der Überwachungsapparat der USA angewendet, um auf den politischen Gegner komplett auszuspionieren. Also Watergate ist nichts dagegen und nichts davon in den deutschen Medien, auch CNN wohl scheint es noch nicht so zu berichten, jedenfalls nicht wie Fox. Und jetzt wird es wohl dazu kommen, dass dieser Ausschuss dafür votiert, dass das released wird. Und laut QAnon wird das auch Obama zu Fall bringen, braucht man ja nicht mehr, aber also einige Beobachter sprechen auch schon von Obamagate, weil damit auch dem seine reine Weste beschädigt ist, der wohl da auch involviert ist. Und in der Presse nur, ihr müsst einfach nur Trump googeln und was da in der deutschen Presse steht, irgendwelche unwichtige Scheiße. Es geht gerade darum, dass sie angeblich irgendeinen Pornostar da bezahlt hat, nichts zu sagen. Also, ja, lauter unwichtiger Quatsch. Ich will euch aber noch eine Theorie schon sagen, die ein Freund von mir hat, vielleicht wird sie ja wahr, dass Steve Bannon QAnon ist. Er hat gesagt, wenn man das Q umdreht, dann schaut es eigentlich aus wie ein B. Und dass das alles nur gespielt ist, das Zerwürfnis. Das Komische ist, dass der sich jetzt von irgendeinem chinesischen Milliardär da unterstützen lässt oder mit dem Kontakte hat, aber vielleicht ist das auch wiederum ein Move, dass man sich künstlich zerstreitet, damit der mit dem in Kontakt kommt, damit er verhaftet werden kann oder was, der wird, glaube ich, wegen irgendwas gesucht. Das sieht aus wie so ein Super-Schurke aus den James-Bond-Filmen, läuft mit so einer Katze rum, also total crazy. Wir leben hier in einem Movie, glaube ich. Aber das Entscheidende, und auch das, ich habe das auch noch nicht so betont, diese Executive Order, die er am 21.12. rausgehauen hat, wo er Vermögen beschlagnahmen kann wegen Verletzung von Menschenrechten inklusive Schmuggel von Kindern, da hat er den nationalen Notstand erklärt. Ja? Also ihr könnt da nochmal reingehen,
Weißes Haus, Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption. Und er schreibt da rein, I hereby declare national emergency. Also ihr müsst das mal vorstellen, der Präsident des wichtigsten Landes in der Welt erklärt den nationalen Notstand und niemand berichtet drüber. Und das kann man vom Weißen Haus abrufen. Deswegen, ich denke eben, dass da was dran ist. Und an dem, was QAnon sagt, habe ich schon mehrfach gesagt, dazu auch noch eine Information für euch. Auf Twitter wurde ja dieses Bild hochgeladen, wo dann auf Q angespielt wurde. Ich glaube, Go for it, Q. Dann habe ich inzwischen erfahren, wie das Bild benannt ist, das erzeugt Twitter selbst mit irgendwelchen Hash-Funktionen. Das heißt, da musste auch das manipuliert werden, damit da diese Botschaft rauskommt. Also so tief geht das. Also das heißt, dass die schon ziemlich einen Einfluss haben, die das Bild da umbenennen konnten. Also ein Zufall kann es ja sowieso nicht sein. Der QAnon hat auch die Linde Rothschild nochmal so ein bisschen eingenordet, die hat doch glatt ein Bild gepostet. Denkt dran, was für tolle Präsidenten wir hatten, und zeigt dann George Bush, Bill Clinton, ja, Mr. Lolita Express und Vergewaltigung beschuldigt, zeigt George Bush und den Obama, wie sie Leute umarmen, ja, also pseudomäßig nach irgendwelchen Unglücken. Also stellt diese Typen in eine Reihe, ja, also der Obama ist jetzt noch einigermaßen beliebt, aber jetzt bei Bush und Bill Clinton weiß man ja, welche Sachen man ihnen vorwirft. Und ausgerechnet die hebt die Linde Rothschild in einem Twitter-Poster was hervor. Und das heißt, sie hat Panik, und dann hat QAnon gepostet, versuch ein bisschen Schlaf zu kriegen, es muss schwer sein. Also, und auch wieder irgendwie, wir sehen genau, wo du bist. Entscheidend ist, darum wird wahrscheinlich der Titel von meinem Video sein, es gab ein Geheimtreffen im Pentagon, also der war jetzt ganz offiziell im Pentagon, und QAnon hat geschrieben, die wären in einem Raum 239 gewesen, dazu habe ich jetzt auf die Schnelle nichts rausgefunden, 19 Leute, und die hätten abhörsicherer Raum und alle hätten die Handys draußen lassen müssen. Und das passt auch zusammen mit den offiziellen Meldungen, dass es da eben ein Treffen ging. Da ging es offiziell um den Regierungs-Shutdown. Es ist übrigens nicht so schlimm, wie die da alle sagen. Ja? Die normalen Regierungsfunktionen laufen ganz normal weiter. Also das ist alles ein riesen Schauspiel. Deswegen ist es nicht so wichtig, wie es die Medien jetzt gerade machen. Interessanterweise sollte auch der Mike Pence dabei gewesen sein, laut den offiziellen Berichten. Über Mike Pence habe ich mal ein bisschen recherchiert, ist wahrscheinlich eher Machtelite, also eher Teil der Bösen. Eine Variante wäre, dass er den Absicht zum Vizepräsidenten gemacht hat, damit man den überwachen kann, was er dann weitergibt. Also man kann ja zum Beispiel dem Informationen geben, die er dann an die Machtelite weitergibt, und ihn mit falschen Infos füttern. Also es ist halt ein kompliziertes Spiel. Wir haben es hier mit Geheimdiensten, wir haben es hier mit Geheimgesellschaften und Logen zu tun. Das kommt jetzt alles auf einen Punkt zusammen, ja. So, und dann gibt es auch verdächtige Flugbewegungen nach wie vor, angeblich außergewöhnlich viele Militärflugzeuge in der Luft, wobei ich nicht weiß, wie viele da vorher waren, aber Flugzeuge, die zurückgeholt werden, die vom Radar verschwinden und so weiter. Es herrscht meiner Meinung nach ein Luftkrieg. Wir sind eigentlich, das wäre eine Interpretation, wir sind schon im Dritten Weltkrieg, und der Dritte Weltkrieg geht vielleicht gegen den tiefen Staat. Und der Trump führt den Krieg schon. Das wäre die positivste Variante. Eine Möglichkeit wäre auch, dass in Nordkorea der sichere Rückzugsort für die Machtelite ist. Ja, da gibt es ja dieses pyramidenförmige Hotel. Und dass das hinter der ganzen Nordkorea-Sache steckt. Ärgerlich, dass er noch nichts offiziell sagt. Aber dann habe ich jetzt auch noch ein Bild gesehen von der Hillary Clinton, wo man eine Fußfessel sieht. Da habe ich aber nicht gecheckt, ob das gefaked ist, aber was auf jeden Fall sicher ist, dass der John McCain plötzlich das gewechselt hat, den Verband da von einem Fuß zum anderen, mit der total dämlichen Begründung, er möchte den anderen Fuß mal entlassen, das war der Schwachsinn. Ne? Also offensichtlich hat er aus irgendeinem Grund seine Fußfessel gewechselt, jetzt musste er natürlich auch diesen Verband da wechseln, damit es sich so auffällt. So, dann haben wir nach wie vor diese 10.000 Anklagen, die versiegelten.
Wenn man dem Q-Post so folgt, geht es jetzt richtig zur Sache. Und ich glaube, dass sie in diesem geheimen Pentagon-Meeting jetzt die nächsten Schritte des Krieges beschlossen haben. Eben abhörsicher, wobei ich sagen muss, wenn es stimmt, dass da 19 Leute dabei waren, ist es ein relativ großer Kreis. Und ob der nicht zu groß ist, ja, damit da nichts liegt an den Gegner. Wie gesagt, selbst der Mike Pence, der kommt mir verdächtig vor, kann er jetzt nicht so ins Detail gehen, aber in Indiana soll laut einem Researcher auch so ein Kinder-Trafficking-Hotspot sein, und der war da immer Gouverneur. So, wenn man den damit reinnimmt, aber wer weiß denn schon, was vor sich geht, da kann ja auch sein, dass die plötzlich alle 19 weggehen von ihm und alle auf ihn deuten und sagen, ja, hier ist der Nächste. Man weiß, was da in diesen geheimen Meetings schon passiert. Also ich glaube, dass wir die nächsten Wochen unheimlich viele Enthüllungen sehen werden. Die Massenmedien werden das nicht mehr verschweigen können mit den sogenannten Pfizer-Untersuchungen. Also das ist das Gesetz, nach dem eben die Trump-Kampagne ausspioniert wurde. Und wenn das jetzt freigegeben wird, wenn sie das dann noch verschweigen, den größten Skandal seit Watergate, oder ist eigentlich größer als Watergate, und das steht in den Geschichtsbüchern, da redet man heute noch drüber, wobei die wahre Geschichte, da bin ich auf dem ersten Buch drauf eingegangen, das ist die Watergate-Geschichte, die wir kennen, ist gar nicht die wahre Geschichte, das ist nur ein Teil. Und damit wurden unter anderem zwei Journalisten groß gemacht, die aber nie was zum 11. September gesagt haben. Also klassischer Limited Hangout. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass es jetzt losgeht, der Sturm. Deswegen mache ich auch das Video, weil wenn es dann auch wirklich losgeht, dann kann man daran eben erkennen, dass das QAnon wirklich echt ist. Mir kommt es ein bisschen hysterisch vor, was der in letzter Zeit so schreibt. Er hat auch nochmal gesagt, wollen wir ein Spiel spielen? Also das ist dieses aus Wargames, da gab es mal diesen Film Kriegsspiele, und der Computer fragt da immer, wollen wir Krieg spielen, ja? Oder wollen wir ein Spiel spielen? Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es eine künstliche Intelligenz ist, aber also irgendwas geht da vor sich. Es ist halt, wenn man über so Geheimdienstsachen berichtet, du weißt halt nie, also nochmal zurück zu diesem Hawaii-Alarm, dass da einfach aus Versehen ein nuklearer Bombenalarm losgeht, also ein Raketenalarm, das kannst du vergessen. Da steckt irgendwas dahinter, und das ist so eine plausible Theorie, ja, dass dadurch automatisch Daten transferiert werden, wenn so ein Alarm, das ist absolut plausibel, so ist das militärstrategisch, ja. Da muss alles gesichert werden. Und dann dauert es aber wahrscheinlich noch ein paar Wochen, weil diese Daten muss man dann auswerten. Also es wird auch Ende März wird so als Zeit der großen Enthüllungen genannt. Aber ich glaube, dass wir in diesem ersten Vierteljahr so viel sehen werden, 2018. Und das setzt dann natürlich auch den Ton fürs restliche Jahr. Also Chaos und also die Weltöffentlichkeit, glaube ich, die wird gar nicht mehr hinterherkommen. Spüre ich einfach, wie schnell die Meldungen sich abwechseln. Und es ist wirklich zu hoffen, dass es endlich die Richtigen erwischt, zumindest in Teilen. Also wenn es die Clintons zum Beispiel erwischt, dann ist ja schon mal die Richtung richtig. Ja? Und dass sich der QAnon das nur ausdenkt mit den Rothschilds, ist irgendwie auch unwahrscheinlich. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst, weil ihr könnt folgen. Also folgt die Sachen, die ich like da, auf YouTube, da könnt ihr mal schauen. Das ist Destroying the Illusion zum Beispiel, Anti-School und so weiter. Wenn man das sieht, die haben 40.000, 50.000 Abrufe, also auch nicht mehr als ich, aber die senden ja weltweit für alle Englischsprechenden. Also kaum einer beachtet das eigentlich, was da im Hintergrund losgeht, aber das macht es ja auch spannend. Klar, am Ende kann man sagen, wir spinnen uns das alles zusammen, aber und man weiß ja auch nicht, ob sie ihn noch irgendwie aufhalten, den Trump. Aber ich glaube, der Sturm hat begonnen. Ciao.